Hi, willkommen zum dritten Teil der Mose. Ihr braucht etwas mehr Vorwissen als das letzte Mal. Ihr solltet die beiden Teile Mose 1 und 2 gesehen haben und die Meiose kennen. Heute habe ich nur ein Ziel. Ich möchte den Generationswechsel der Laubmoose umfassend erklären. Wie verläuft die Fortpflanzung und Entwicklung bei Laubmoosen? Eine Moosspore fällt auf feuchten Untergrund und treibt zum mikroskopisch kleinen Vorkeim aus, Protonema genannt. Dann wächst der Vorkeim zum haploiden Gametophyten der eigentlichen Moospflanze heran. Hier seht ihr die sattgrünen Gametophyten auf Birkenrinde. Ihr würdet sagen, das ist das Moos. Und das stimmt sogar. Meistens zeitig im Frühjahr bis zum Sommer hin entwickeln. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.